Sie sind hier, 15. September 2018, 19.12 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Das Davis Cup Team Frankreichs feiert den Einzug ins Finale. Urheberrecht Getty Images. Der Titelverteidiger gibt sich im Halbfinale gegen Spanien, keine Blöße. Die Iberer im Viertelfinale Sieger gegen Deutschland müssen auf ihren Superstar verzichten. Titelverteidiger Frankreich ist als erstes Team ins Davis Cup Finale eingezogen. In Villeneuve-d'Ascq siegte das französische Doppel Julien Beneteau, Nicolas Mahut gegen Marcel Grenouillis, Feliciano Lopez mit 6:0, 6:4, 7:6, 9:7 und fuhr frühzeitig den entscheidenden dritten Sieg ein. Frankreich wartet auf Finalgegner. Im zweiten Halbfinale fällt dagegen die Entscheidung erst am Sonntag. Die USA verkürzten in Kroatien auf 1:2, Benoit Perhatte die Franzosen am Freitag mit dem 7:5, 6:1, 6:0 gegen Pablo Carreño Busta im Schnelldurchgang in Führung gebracht. Service, Spielplan und Ergebnisse Davis. Die Spanier, die im Viertelfinale Deutschland bezwungen hatten und in Lille ohne ihren am Knie verletzten Superstar Rafael Nadal antreten, gaben anschließend auch das zweite Match ab. Lucas Poirier setzte sich gegen Roberto Bautista Agut mit 3:6, 7:6, 7:5, 6:4, 2:6, 6:4 durch. USA verkürzen im Doppel gegen Kroatien. Im zweiten Halbfinale in Zadar siegten Mike Bryan, Ryan Harrison USA gegen das Gastgeberpaar in einem 5-Satz-Krimi nach 4:43 Stunden 7:5, 7:6, 8:6, 1:6, 6:7, 5:7, 7:6, 7:5. Die Kroaten führten nach den ersten beiden Einzeln mit 2:0. Borna Koric schlug Steve Johnson 6:4, 7:6, 7:4, 6:3. Australian Open Finalist Marin Cilic gewann gegen Davis Cup Debütant Francis Tiafoe 6:1, 6:3, 7:6, 7:5 von Sportinformationsdienst.